Bin wieder da. Hast du es nochmal versucht? Ja, aber es rührt sich nicht. Egal, gib mir den Schlüssel, ich versuche es mal. Wenn es gar nicht anders geht, hilft oft nur rohe Gewalt. Das wäre wirklich nett von dir. Mir hilft sonst nie jemand. Was machst du mit den Schlüsseln? Ich wollte nur die Tür öffnen. Jetzt erhitze ich sie ein bisschen. Das hilft, den Schmutz zu entfernen. Verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Mach bloß nichts kaputt. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Ach was, von sowas habe ich noch nie gehört. Und für mich ist das was ganz Alltägliches. In einer Minute ist die Tür offen. Ich hab's nicht zu Ende gedacht. Die Schlüssel sind ziemlich heiß. Autsch! Was machst du mit den Schlüsseln? Ich wollte nur die Tür öffnen. Keine Sorge, junge Dame. Ich öle sie nur. Dann geht es viel leichter. Du hast wirklich Glück, dass ich hier bin. Da bin ich mir nicht so sicher. Keine Sorge. Ich bin fast fertig, ganz ehrlich. Na gut. Aber bitte beeil dich, sonst bekomme ich Probleme. Ich bin froh, dass ich Abdrücke von beiden Schlüsseln gemacht habe. Man weiß nie, was kommt. Brian wird so beeindruckt sein, wenn ich ihm das zeige. Heute Abend wird es leicht. Ich bin hier fertig. Jetzt bringe ich Brian den Abdruck, damit er sich auch mal nützlich machen kann. Schönen Tag noch. Ich komme morgen wieder vorbei. Hoffentlich gibt es dann Arbeit für mich. Schön, aber ich kann nichts versprechen. Der Meister nimmt nicht jeden. Kein schlechter Anfang. Ich frage mich, wie lange das Glück wohl anhält. Hier ist er. Das ist unsere Fahrkarte ins Paradies. Lass mal sehen. Hey, war das nicht meine Kerze? Nein, aber wir brauchen einen Schlosser. Einen, der keine Fragen stellt. Ich kenne einen, wenn er nicht gerade im Gefängnis ist. Könnt ihr ein Duplikat herstellen? Klar. Dann geh zu ihm und frag ihn. Ich habe schon genug getan. Da hast du recht. Aber nachts rühre ich keinen Finger für dich. Tu einfach nichts Dummes, dann ist alles in Ordnung. Und geh jetzt, sonst schaffst du es nicht. Meine Güte, du bist ja schlimmer als meine Mutter. Woher willst du das wissen? Du kennst sie doch gar nicht. Mist. Hast recht. Sobald er aufsteht, haue ich mich kurz aufs Ohr. Das wird sicher eine wilde Nacht. Wenn ich an die Decke starre und nicht einschlafen kann, frage ich mich, ob es eine gute Idee war, nach Plymouth zu fliehen. Vielleicht mache ich mir mit Amerika nur was vor. Wahrscheinlich ist es dort auch nicht besser als hier. Aber wenn ich nicht hinfahre, oder es wenigstens versuche, werde ich es für den Rest meines Lebens bereuen. Ich muss das einfach tun. Egal, wen ich ausrauben muss. Diese Geldsäcke in der Paradise Street haben andere beraubt, damit sie in Saus und Braus leben konnten. Jetzt werden sie stattdessen mal ausgeraubt. Die Zeit ist gekommen. Worauf wartest du? Los geht's! Oder hast du die Hosen voll? Nein, gar nicht. Vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen. Aber damit komme ich schon klar. Gut. Dann gehe ich zuerst, du Hasenfuß. Meine Hände müssen frei bleiben, damit ich mehr raustragen kann. Dann besteht auch die Chance, dass ich etwas Wertvolles mitnehme. Worauf wartest du, Brian? Ich kriege das verdammte Tor nicht auf. Diese Schlüssel taugen gar nichts. Natürlich nicht. Das sind ja auch nicht die Torschlüssel, du Dummbatz. Verdammt! Und ich verschwende hier meine Zeit. Wir klettern über die Mauer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Gut, wir treffen uns an der Hintertür.
Sei still. Er könnte aufwachen. Wer? Der Diener. Er ist auf der Terrasse eingeschlafen. Vorsicht, er hat eine Knarre. Das ist unmöglich. Glaub mir, er hat eine Knarre. Wir müssen durch den Haupteingang. Das geht nicht. Wir haben nur den Keller und den Terrassentürschlüssel. Das ist dumm. Hast du einen Plan? Wir können durch den Keller gehen. Was redest du da? Der Tresor ist im Arbeitszimmer. Das Dienstmädchen sagte, es gebe einen geheimen Durchgang. Aber wir haben jetzt keine Zeit, den Keller zu durchsuchen. Komm schon. Kannst du dir vorstellen, wie viel Fusel da lagert? Wenn wir den Durchgang nicht finden, können wir uns eine lustige Nacht machen. Und was wir dann alles anstellen könnten. Na schön, hast mich überzeugt. Es ist lange her, dass ich einen guten Wein getrunken habe. Mach bloß nichts kaputt. Gib mir die Schlüssel. Sehr witzig. Erst habe ich die Tür mit dem Korken blockiert und jetzt muss ich ihn herausbekommen. Hey, Tim, was zum Teufel machst du da? Lass mich in Ruhe, ich hab es gleich. Beeil dich, um Himmels Willen. Geschafft. Der Korken ist draußen. Hey, Tim, wie lange dauert das noch? Du bist ja langsamer als meine Großmutter. Fertig, gehen wir rein. Warte, ich gehe zuerst. Ziemlich dunkel hier drin. Wo fangen wir an? Ich kann nicht sehen. Ich hab dir ja gleich gesagt, das ist bescheuert. Zünde die Kerze an. Wir brauchen Licht, sonst finden wir den Durchgang nie. Aber sieht man das Licht nicht durch die Fenster? Egal, wir können sie verhängen. Jemand könnte kommen. Dann schlagen wir ihm die Zähne ein und fesseln ihn. Und wenn er die Polizei ruft? Dann fliehen wir durch die Kanalisation. Sie werden auf uns schießen. Dann schießen wir eben zurück. Aber wir haben keine Pistolen. Wir klauen welche und bevor du fragst, wir nehmen auch ein bisschen Gold mit, um die Schiffsfahrkarten zu kaufen. Willst du noch was wissen? Nur damit das klar ist. Ich bin der Kopf dieser Operation. Natürlich. Such irgendwas, um die Fenster zu verhängen. Ohne Licht sind wir verloren. Das ist mal eine Ansage. Wie das stinkt. Hier muss irgendwo eine Katze sein. Da ist wohl Regenwasser drin. Ich bin kein Gärtner. Schwer wie ein Ochse. Ich kann ihn nicht bewegen. Ich versuche, den Korken zu lockern, aber ich will nicht allzu viel Lärm machen. Billiger Dreck. Die Klinge ist hin. Das wäre geschafft. Ekelhaft matschig. Mir fällt jetzt nur eins ein. Widerlich. Wenn ich es an die Wand werfe, bleibt es hängen wie eine Wespe am Honig.
Ich will jetzt nicht mit ihm plaudern. Das stecke ich auf keinen Fall in die Tasche.